Moin und herzlich willkommen hier zurück zur Astrokolonie. Ja, wir bauen heute unsere Steinplatten-Beton-Produktionsgeschichte auf. Und ich hatte ja gesagt, ich würde gerne über Förderbänder hier reingehen wollen. Um Steinplatten zu bauen, die dann wiederum hier reingehen. Aber ich glaube, das will ich gar nicht. Ich glaube, wir bauen eine komplett neue Anlage auf. So, guck mal, hier geht nämlich auch was rein. Das geht da rein. Ja, da können wir was machen. Da können wir das Fließband mitnehmen. Das ist gar nicht das Problem. So, passt mal auf. Wo ist denn hier der Eingang? Der Eingang ist da. So. Wir lassen ein bisschen... Habe ich nach hier hinten noch Luft? Ja. Komm, machen wir mal so. Eigentlich können wir den auch ganz ransetzen, ne? Why not? So. Lass ich erstmal noch weg. Dann Strom hoch. Ja, leg mal Strom bitte hoch. Also hier würde ich echt gerne abgehängte Decke reinbauen. Also Emmy. Da müssen wir auch noch mal was gucken. Was ist eigentlich hier drunter, Leute? Eine zweite Decke für Strom. Das würde ich feiern. Da mache ich auch noch was. Da habe ich Lust zu. So. Dann bräuchten wir das auf jeden Fall nicht. Dann soll der Steinplatten bauen. Und dann sollen die Steinplatten hier rüber gehen. Ja. Würde ich sagen. So. Dann nehmen wir uns ein Schiebedings. So. Läuft da, läuft da, läuft da. Ja, genau. Okay. Und dann haben wir jetzt natürlich das große Problem. Ich müsste das anders machen. Und zwar müsste ich das tatsächlich... Na... Dann müsste ich das tatsächlich anders managen. Und zwar... Setze ich den hier rein? Und zwar einmal den... Ne, passt mal auf, wir haben doch hier bestimmt, oder? Wir müssen ja keine 50.000 Luckys anbauen. Na doch, sonst komme ich da nicht ran, ne? Sonst komme ich da nicht ran. Ah doch, wartet mal. Vielleicht kann ich sagen... Steinplatten. Dann nehme ich den, bau den hier mit hin. Sage hier Steinplatten 100. Ich hoffe, ich komme da jetzt dran. So. Okay. Und sobald da ein... Müsste er ja zumachen. Hat er schon. Hat schon zugemacht, weil ich schon so viele Steinplatten da drin habe. Okay, gut, dann läuft aber die Produktion jetzt auch. Und jetzt müssen wir ja so ein hübsches Teil haben. Leute, ich bin ja echt... Das ist Aluminium. Ob wir nicht... Wir brauchen da nicht so viel von. Ich möchte das aber eigentlich ungerne...
Habe ich noch irgendwo eine offene Luke? Ja, da. Und hier hinten. Wie groß ist denn so ein Teil? Aber jetzt mal ohne Scheiß, wenn ich das Ding hier hinkriegen würde. Hierhin. Hierhin. Scheißdreck. Ah, Kacke. Ah, nee. Das sagt mir alles nicht so zu. Wenn ich doch sage, passt mal auf, was ist denn, warum sollte ich das denn eigentlich mal nicht tun wollen? Wenn wir jetzt einfach einen Schieber nehmen, so, sagen, was haben wir gesagt? Wir wollen das. So. Okay. So, dann läuft der darauf. Würde denn ja da reinlaufen wollen. Ja. So. Dann. Dann würde ich gerade mal überlegen, jetzt ja noch einmal Sachen dazu haben wollen, und zwar 3 und die 2. Die 3 bekommt dann ja Steinplatten, korrekt? Das kann alles blocken. So, dann würde der hier lang laufen. Ja, ich muss den dann halt so ein bisschen hier rumfrickeln. So. Dann hätte ich hier gerne Beton. So. Alles klar. Okay. So, und dann brauchen, sagen wir, ja, wieder, dann brauchen wir wieder so einen wunderhübschen Looky Looky. Und wartet, 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 vielleicht kann ich den diesmal anders setzen. Vielleicht, dann, wisst ihr, dann brauche ich nicht so zwingend Steinplatten. Würde ich gerne dahin setzen. Steinplatten. Ah, nee, halt, stopp. Die Steinplatten. Die. Machen wir 100 Stück? Okay. Und dann auf den. Dann muss ich aber die wegmachen und die dafür. So, dann läuft das auch. Okay, gut, dann wird jetzt das produziert. Dann kriegen wir das alles und dann können wir unseren anderen Gedöns bauen, Leute.
Wird hier produziert? Ja. So, dann geht hier auch alle. Guck, da sind schon die ersten Platten. Das erste Beton geht durch. Oh, haben wir doch gut genutzt. Haben wir doch gut genutzt. So, wie viel brauchen wir denn? Wie viel brauchen wir denn eigentlich davon? So, wir gehen wieder runter hier. Also das wird hier unser Roboter Area. Eigentlich müssten wir hier tatsächlich genug Strom haben. Wartet, lasst mich mal gucken. Weil ich habe das doch. So, eine Platte, ne? Aha. Da haben wir eine Platte gesetzt. Und tatsächlich ist das nicht verbunden. Ernsthaft nicht? Aber wie viel Strom frisst denn du? Wartet mal. Wie viel Strom frisst du? Ja, das sollte kein Problem sein, ne? Okay, gut. Wir wollten... Geräte... Remote Factory. Also ich habe wirklich absolut noch gar keine Ahnung, was das Ding kann. Absolut nicht. Ich immer mit meinem... Okay. Dieses Geländergedöns. Ihr kennt es, ne? Ach, komm schon, Schnuffi. So, siehst du wohl. Dann ist das auch unter Feuer. Den haben wir dann gebaut. Okay. Nee. So. Ja, da gehören jetzt Bots mit zu. Expeditionskosten. Das ist schwarzes Loch auswählen. Aha. Benötigt 3 Stück. Was brauchen wir denn für dich? Wir brauchen... davon... 3 Stück. Also Moment. Wenn wir 3 Stück brauchen, dann sind das 4, 8, 12. 12, 12 und ganz viele. Aber da haben wir ganz viele. Also 12 und 12. Ja, gucken wir mal, ja, wo haben wir drauf was, ne? Wir gucken mal. So, Lagergedöns. Hier ist Wasser. Ne, wir müssen noch einen höher. Ich habe ja schon Schilder, ne? Vielleicht sollte ich mal Schilder machen. Aber so langsam, Gott, ey. Was habe ich gesagt? 12 Stück? Teil. Ich bin mal gespannt. Ich habe keine Ahnung. Was brauchten wir jetzt noch? Was brauchten wir denn jetzt noch? Kann man das hier drauf sehen? Nochmal 12 von diesen Bänken. Da haben wir 0, Leute. 0? Wer produziert denn den Scheiß? Du nicht. Du auch nicht. Produziert das keiner? Haben wir das vergessen?
Ich bin mir ziemlich sicher, dass das irgendeiner produzieren soll. Wer kann die denn überhaupt bauen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir das nicht gemacht haben. Weil wir die brauchten wir eigentlich. Wer produziert die Dinger? Ich schätze diese hier, oder? Nein. Ja. Haben wir da nicht keinen, der das machen soll? Jetzt bin ich aber very enttäuscht. Weil eigentlich brauchen wir das doch für... Eigentlich brauchen wir das doch. Nee. Ey, Leute, echt jetzt? Was brauchen wir denn dafür? Lasst uns mal gucken. Dann müssen wir nochmal eine Produktionskette hier aufbauen. Aber ich glaube, die würde ich denn auch... Wo waren wir jetzt? Du, ne? Und dafür brauche ich Titan und... ich schätze mal, das ist Eisen, ne? Titan und Eisendraht. Ja, gut. Ja, das, selbst wenn es Kupferdraht ist, ist es ja massiv. Und Eisenstangen haben wir oben, ne? Ah. Wo kriegen wir denn? Aber ich habe doch irgendwo, wo wir... Was du produzierst? Eisen. Wer produziert denn Titan? Titan wird unten produziert. Wie kriegen wir Titan hoch? Gibt es irgendwas, was hier hochläuft? Wir haben gar nichts. Es läuft alles runter, ne? Hier kommt die Kohle rein. Aber wir könnten... Pass mal auf, ist hier unten nicht... Hier unten sind doch die ganzen Gestänge, ne? Ja. So. Das heißt... Eisenstange... läuft... hier nach unten. Guck mal, wir können doch aber... Die sind doch nicht so wirklich ausgelastet, die Herrschaften hier. Pass mal auf. Was ist denn, wenn wir sagen, der hier soll das bauen? Ja? Ganz unverbindlich. Der baut das. Genau. Der baut das. Und was wollten wir? Nee, das kann dann. Denke ich mal, damit rauf, ne? So, das haben wir alles, das haben wir alles. Dass das damit eingelagert wird, das spielt ja nicht so die Rolle. Weil ich glaube, die Bots brauchten doch nur... Genau, das brauchen wir. Das heißt, wenn das eingelagert ist, ist das super toll. Können wir vielleicht sonst nochmal in ein anderes Dings reinlagern, wenn wir das wollen? Aber eigentlich nicht. Es ist ja Wurst. Hauptsache, wir haben es in irgendein Großlager. So, und jetzt müssen wir hier irgendwie noch was hochbekommen. Mal auf. Was ist hier unter? Ja. Freunde, da können wir doch mit arbeiten, oder? Ja, was wäre schöner? Du... tatsächlich hierhin gehst.
kann dich ja sogar drehen. Dann könntest du... Nee, das ist schlecht. Aber wir brauchen auch noch Draht, ne? Das war ja Titan und... Warum mache ich das jetzt? Stimmt, ich muss ja noch Draht dahin haben. Ach ja, ich muss das Titan. Ja, ja, ja. Okay. Also ich kann jetzt das Rohr runterführen. Oder aber... Ne, ich werde das Rohr runterführen, ne? Oder Leute? Ja, ein Stück so. Ist ja eigentlich nicht so meins. Das hast du clever nicht gemacht. So. Dann ist ja hier leider ein Kabel. Dann muss ich das tatsächlich einmal versetzen. Aber... So, dann ist das so. Stargate ist frei, Leute. Es wird interessant. Es wird. Vielleicht brauchen wir jetzt gar nicht mehr an Planetoiden andocken. Wisst ihr das eigentlich? Vielleicht können wir jetzt. Ich habe keine Ahnung, wofür wir das Stargate brauchen, aber. Ja. Und hier wird ja Titan produziert. Ja, aber das würde ich dann so nicht wollen. Ich würde auch wieder separat. Rein, rein, rein. Ich nehme den Ausgang hier. So. Ich nehme den Ausgang. Ah, pass auf. Geh mal weg. Ich denke mal, dass wir da nirgendwo mit reingehen. So. Okay, dann brauche ich... Ah, das ist scheiße. Weil, nee, das wird nicht funktionieren. Das ist ja Quatschkram. Pass auf, das müssen wir anders machen. Machen wir anders. Das ist Blödsinn, weil dann haut er uns das ja gleich wieder in das Dings rein. Da müsste ich ja wieder Dinge tun. Ja, passt mal auf. Machen wir wie folgt. Das ist ja alles gar kein Problem. Wir sind ja flexibel. So, zack. Lalak. Machen wir noch eine kleine Brücke hier hin. Seht ihr, alles super klasse. Alles super toll. Dann ziehen wir hier. Ah, yep. Gehst du da ein rüber? Ja, genau. Das ist schon das richtige Zeug. Wo ist da? Da. Den dahin. Und den dahin. Den dann. Anklackt. Oh, dann war das schon. So. So. Und. Und. Ja. So. Dann läuft das jetzt nach oben. Dann brauche ich aber... ja, genau das bräuchte ich. So, dann läuft ja der ganze Titan-Döns hier rein.
Dann müsste ich aber gerne wissen. Mal auf. Ich nehme jetzt hier nochmal so einen Block, den ich tatsächlich hier mit hinsetze. Vielleicht verbaue ich den auch tatsächlich dann nochmal. Nehme das, sage hier so. Na? So, einmal wieder runter. Dann brauche ich den Lissungsblock. Ich hoffe, das ist alles gut verkabelt hier, Leute. Ich hoffe, das haut hin hier mit meinen Kabeln. So, und dann den. Und dann sag ich, nee, halt, stopp. Einmal ein bisschen irritierend. 100 Stück, ne? Machen wir wieder 100 Stück. Dann Kalack. So, ja, jetzt läuft das. Aber ich muss den erstmal wieder schließen, weil sonst macht er uns ja hier und rumpst das Ding richtig voll, weil wir brauchen, ey, na, nun komm, wir brauchen ja noch Draht, ne? Eldratte. Aber so, was brauche ich denn jetzt hier genau eigentlich für Draht? Ich sehe das doch immer so schlecht. So, ich habe diese Teile. Und was brauchen diese Teile? Diese Teile brauchen Eisendraht tatsächlich. Oh, das ist geil. Da haben wir ja schon ein bisschen was von. So, habe ich irgendwas, was da hinten hinläuft für Eisendraht? Gänzlich gar nicht, ne? Oh, wisst ihr was? Da würde ich sagen, Eisendraht ist ja hier. Da würde ich sagen, da gehe ich hier ran. Oben rüber. Hier rüber. Ein tiefer. Zieh dann aber hier einmal lang. Kletter hier nochmal ein rüber. Schade, ist das falsche Ding? Nein. Dann müssen wir hier lang. Genau, hier wollte ich rein. Drehen. Dann ist das nicht. Sieht das nicht ganz so konfus aus, würde ich sagen. So, genau. Dann habe ich ja gesagt, das Zeug da rein. So. Und dann muss ich tatsächlich noch einen Block wieder bauen, oder? So, auf jeden Fall der und der und dann du. Eisendraht, ne? Eisendraht. Und du warst ja sowieso der Blocker. Dann ist jetzt natürlich die Frage. Nö, überhaupt gar keine Frage. Das können wir ruhig so machen. Da können wir jetzt sagen, wir nehmen wieder den. Gehen wir ruhig hier ran. Daran. Dann möchte ich gerne die Dinger. So. Ja, was für ein Ackerwatz, ne? Nur um so ein paar Dinger hinzubauen. 7. Oha, ich hoffe, ich sehe den jetzt auch gleich. Ah, das geht nicht. Der ist zu dicht.
zu dich geht leider nicht. Man muss immer erst einmal den Kram hier machen. So. Wieder unsere pauschalen 100. Sagen. So. Okay, jetzt läuft das an. Ich flitsch schnell runter. Und mach den hier auf. So, und dann sollte die Produktion starten. Und alles nur, weil wir eine Handvoll Bots brauchen, Leute. Ja. So, das läuft. Ich würde sagen, ich mache eine klitzekleine Blende, bis wir die Materialien zusammen haben. Ich hole euch dann zum Ende der Folge noch einmal mit rein. Oder machen wir das hier jetzt schnell gemeinschaftlich? Wie viel brauchen wir denn hier? Ja, das... Ah ja, du brauchst natürlich... du brauchst natürlich Dinge. Hab ich die Kohle hier nicht? Ach so, unsere Roboter sind ja natürlich fleißig. Die, ich glaube, die muss ich oben nochmal wieder stoppen, ne? Die muss ich oben nochmal wieder stoppen. So, wie viel braucht man immer? 4, ne? Ich hole euch rein, wenn wir die Sachen zusammen haben. Und dann gucken wir uns gemeinschaftlich nochmal die Bots an. So, meine Lieben, ich habe jetzt... die Bots... Quatsch, das Material für die Bots hoffentlich zusammen. Und dann bauen wir mal 3 Stück. Wir werden sehen. So, das sollte aber ja eigentlich reichen. Jetzt sage ich, ich habe mich wieder mal massiv erzählt. Ihr kennt mich ja. Was hast du denn gemacht? Oben habe ich noch eine Kleinigkeit umgestellt, aber das ist jetzt nichts Wildes. Mit der Kohle und so. Ich habe mich gefragt, warum immer Kohle läuft, Kohle läuft. Und wir haben schon über die 1000 Platten von diesen, wie heißen die hier, Kohlenstofffaser. Na, seht ihr, 1561. Die Bots holen ja ordentlich raus. Apropos Bots, wollen wir als nächstes... Das ist interessant. Ah, wisst ihr eigentlich, dass uns noch eine Komponente wirklich fehlt? Also, naja, nein, was heißt eine? Zeige ich euch noch. Ich glaube, das zeige ich euch in der nächsten Folge. So, aha. Schwarzes Loch auswählen. Ach du Scheiße, Leute, haben wir ein schwarzes Loch hier irgendwo? Ich habe keine Ahnung. Da müssten wir mal irgendwie aufs Radar gucken. Ich fahre doch nicht an so ein schwarzes Rohrloch. Fliege ich doch nicht, oder? Na gut, ich denke mal, das machen wir in der nächsten Folge, meine Lieben. Weil ich habe auch absolut keine Ahnung, was wir hier machen sollen. Finden wir ja, da wird jetzt wohl das mit dieser Radargeschichte sehr interessant werden. Indem wir auch einfach mal hier mal raufgucken. Ich weiß jetzt nicht. Also ich weiß. Nö. Im Moment anscheinend nichts, aber das finden wir bestimmt raus. Auf jeden Fall haben wir jetzt den Kram. Ich weiß auch nicht. Aber wir brauchen hier höchstwahrscheinlich noch Expeditionskosten. Aha. Okay. Ja, finden wir raus. Effizienz. Ach du, 40 Strom. 40 Strom, Leute. Wo fließt denn hier so der Strom lang? Passt mal auf. Das machen wir anders. Weil eigentlich... Das machen wir noch schnell fix. Das Ding. Setzen wir hier hin.
Alles klar. 1, 3, Strom. Ich jetzt kein Strom? Doch, doch, doch. Ich will da unten ran. So, okay. Eieiei, das Ding verbraucht aber echt eine Menge. So. Ah, scheiße. Ich drücke immer die falsche Taste. Okay. So, wir haben 3 Stück. Jetzt müssen wir uns nur noch ein schwarzes Loch suchen. 100% Effektivität. Ja gut, meine Lieben. Wasser sieht gut aus. Oh, oh. Ja, wie gesagt, also mit dem anderen, ich schlau mich nochmal schlau. Ja, genau. So, und wenn ich mir das hier so ansehe, wir gehen einmal hoch. Unser Ankommensdeck, Deck, sprich Baustellung. So, ja, also ihr seht, wir haben da und wir haben da, was das auch immer ist. Wir haben hier einen Planetoiden, aber wir haben noch kein schwarzes Loch. Ja gut, werden wir finden. Wir müssen eh nochmal durch die Gegend fliegen. Okay, gut. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zusehen und ich denke, wir sehen uns dann hoffentlich nicht nächste Woche, sondern morgen. Und ja, ich hoffe, es war für euch wieder ein bisschen interessant. Wie gesagt, mit unserem Taschenrechner-Blog, da kümmere ich mich drum. Das will ich wissen. Warum ist da hinten? Ach, das habe ich noch nicht weggemacht. Das mache ich noch. Ja, okay, gut. Also Leute, schönen Dank fürs Zusehen. Macht's gut, euer Maru. Ciao. Mal sehen, ob wir nächstes Mal, werden wir bestimmt einen Planetoiden oder sowas. Oder ein schwarzes doch.